Hallo. Wir haben hier noch sanfte technische Anpassbarkeiten, aber ich denke, die Kultur, die hier versammelt ist, die kennt sich gut aus mit technischen Schwierigkeiten aller Art. Ich hoffe, dass jetzt das, was ich hier sehe, auch vorne zu sehen ist, nämlich die Überschrift von genau der Keynote, die ich gebeten worden bin, hier zu halten. Ich habe das natürlich als Zumutung empfunden, weil ich als Teil der Netzgemeinde alles als Zumutung empfinde, was ich mir nicht selbst ausdenke. Was erwarten wir? In den kommenden 4 Stunden möchte ich also erklären, was ich... Nein, natürlich gar nicht. In der kommenden halben Stunde möchte ich als Essenz zusammenfassen, was wir denn so erwarten, beziehungsweise möchte ich vorher noch auf die Problematik dieser Fragestellung eingehen, die auf den ersten Blick vielleicht verborgen bleibt, wenn man dafür eine Sensibilisierung entwickelt hat, die ich hier vielen unterstellen möchte, die ich auch habe. Dann ist das aber die allererste und drängendste Frage, die sich einem stellt, als Gegenfrage formuliert, wenn das Thema lautet, was erwarten wir? Nämlich, wer ist überhaupt wir? Ich halte das für eine extrem essentielle Frage. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil die in der Diskussion viel zu kurz kommt. Gerade in der Kollisionsdiskussion zwischen Kultur und digitaler Sphäre. Einschub zur Definition. Mit digitaler Sphäre meine ich tatsächlich alles das weit über das Internet hinaus, was sich durch die Digitalisierung in Daten verändert und dann auch noch mit der einen oder anderen Vernetzungskomponente versehen wird. Also bei dieser Kollision aus digitaler Sphäre und Kultur ist eines der Hauptprobleme, dass so selten jemand wir definiert, bevor er dieses Wort benutzt. Tatsächlich möchte ich als kleinen Vorabpunkt diese Problematik versuchen hervorzuheben mit einem Zitat von Theodor Wiesengrund Adorno, der ja 1951 sagte, bei vielen Leuten ist es bereits eine Unverschämtheit, wenn sie ich sagen, dass das natürlich immer noch stimmt, wenn man sich so wahnsinnig überlegen fühlt, wie wir alle das tun, aufgrund höherer Bildung gegenüber dem Durchschnitt der Bevölkerung. Also, wenn es bereits eine Unverschämtheit war, ich zu sagen, dann ist ein ganz kennzeichnendes und typisches Prinzip der heraufziehenden digitalen Gesellschaft, dass wir zu sagen, bereits eine Unverschämtheit ist, beziehungsweise in den meisten Fällen sein kann. Was ich also von jedem Teilnehmer, egal welcher Art und Weise er beschaffen sein mag, fordern würde, und es kommen noch viele Forderungen, ist zu überprüfen, ob das Wir, was man so leicht führen kann, nicht eigentlich bereits die Grundunverschämtheit ist. Deswegen frage ich einfach mal auf mich bezogen. Wenn man mir also diesen Vortrag aufgedrückt hat, wo ich dazu Stellung nehmen soll, was wir fordern, dann überlege ich überhaupt erst mal, also das, was ich gerade Ihnen zugemutet habe, nämlich die Überlegung, wer wir ist, das auf mich zu beziehen, was ist dann gemeint? Wenn man mich fragt, ist dann ins Positive gewendet, wir die digitale Avantgarde gemeint? Soll ich also hier von uns sprechen als digitale Avantgarde? Nein, ich glaube nicht. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass digitale Avantgarde natürlich ein Titel ist, den ich mir sehr gern selbst gebe, den ich vielleicht aber jetzt nicht alle mir immer sofort gern verleihen würden. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Wenn man hier vorne steht, dann kann man Eitelkeit sowieso als Grund ausblenden. Das wissen Sie ja, das tun ja auch alle. Aber tatsächlich ist diese Vorhut einer digitalen Gesellschaft, also diejenigen, die heute schon tun, was viele andere entweder später oder niemals tun werden, die hat ein Grundproblem, was gleichzeitig ihre größte Stärke ist. Das ist die Ungebundenheit. Das führt aber dazu, dass diese Vorhut einer digitalen Gesellschaft aus einem Gefühl heraus agiert. Das ist nicht nichts, aber das ist alles andere als gesellschaftlich auch nur irgendwie verbindlich.
Die meisten Leute im Großraum der Digitalisierung, die der irgendwie aufgeschlossen gegenüberstehen, Anmerkungen und Klammern, es ist gar nicht so leicht, Leute zu finden, die sagen, alles Schrott. Und dann nicht im zweiten Satz sofort wieder relativieren und sagen, aber es könnte gut sein. Aber diejenigen, die dem Ganzen sehr positiv gegenüberstehen, die können in der zweiten, dritten Ebene gar nicht mehr so ganz genau beurteilen, a, warum und b, was das für die Gesellschaft für Folgen hat. Ich habe an mir selber gemerkt, ich habe eine Entwicklung durchgemacht. Mein letztes Buch, Segen oder Fluch, Internet Segen oder Fluch von 2012 mit Katrin Passig zusammengeschrieben. Das hat ernsthaft diese Frage Segen oder Fluch versucht zu stellen. Und zwar deswegen, weil irgendwann in den letzten 3 oder 4 oder vielleicht auch 5 Jahren, das war ein langer Prozess, ich gemerkt habe, dass ich das Internet vor allem deshalb gut fand, weil es immer gut zu mir war. Ich glaube, das ist ein Wir-Problem, was da entsteht. Und diese digitale Avantgarde, die argumentiert erstaunlich oft, wenn nicht sogar fast immer, aus einem Gefühl heraus, da vorne ist es irgendwo besser. Und das ist ganz toll, wenn man dieses Gefühl hat, aber ich glaube, dass es nicht die einzige Basis sein darf für eine Diskussion darüber, wie die digitale Vernetzung, wie die digitale Sphäre auf die gesamte Gesellschaft wirkt und eben auch nicht auf die Kultur. Wer ist also wir, wenn ich hier von wir spreche? Ist es am Ende, was schon eben erwähnt wurde, die Netzgemeinde? Natürlich überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Die Netzgemeinde ist nicht nur wenig trennscharf, sondern den Inhalt der Netzgemeinde und allem dem, was drumherum ist, alles, was sie sagt, denkt und tut, hat überhaupt keine Leitlinien. Als einziges Beispiel möchte ich anführen, dass ich mir vor einem Jahr aus Scherz die Domain netzgemeinde.de gekauft habe, für einen lächerlich kleinen Betrag, irgendwie 1000 Euro oder so, interessiert ja niemand, und leitet jetzt weiter auf saschalobo.com. Ich glaube, das sagt relativ viel darüber, was man von der Netzgemeinde erwarten kann. Und ich möchte die gar nicht schlecht reden. Ich möchte sie bloß so diffus reden, wie sie tatsächlich auch ist. Und sie ist mit einer derartigen Diffusität ausgestattet, dass das Wort wir da ganz sicher eine Unverschämtheit ist. Übrigens ein Punkt, der mir lange zu Recht vorgeworfen wurde, weil ich häufig geredet habe. Und wenn das dann in Medien als ein Wir wahrgenommen wird von der Netzgemeinde, dann fühlen sich andere Leute zu Recht überfahren. Ich kann also aus vielerlei Gründen nicht für wir die Netzgemeinde sprechen, kann ich für wir die digitale Gesellschaft sprechen. Ich könnte natürlich so einen Trick machen, so 2 Schritte nach hinten und abstrahieren, das von meinen Bedürfnissen lösen und von der digitalen Gesellschaft sprechen. Aber da haben wir ein Grundproblem der digitalen Gesellschaft im Moment, nämlich, dass eine neue Welt erobert wird, eine neue digital vernetzte Welt und die entstehenden Regeln dafür in aller Regel situativ gemacht werden und auch gemacht werden müssen, und zwar meistens von Unternehmen, die sie ihren Bedürfnissen anpassen. Was sollen sie auch sonst tun? Und ich rede jetzt nicht von den übergeordneten globalen Metagesetzen, wo wir eine Diskussion haben, eine gesellschaftliche, was völlig in Ordnung ist, sondern ich rede von genau diesen kleinen Regeln, wo man im Alltag dazu gezwungen ist, wann immer man ein neues Projekt macht, wann immer man eine neue Technologie entwickelt, gehe ich jetzt eher nach links oder gehe ich jetzt eher nach rechts? Das ist vollkommen klar, dass man von einem Unternehmen kaum erwarten kann, dort immer im Sinne einer Gesellschaft zu sprechen. Ist wir vielleicht die Institutionen, die hier eher nicht durch mich, sondern viel eher durch die Bühne, auf der ich stehe, repräsentiert werden? Und da sage ich nicht völlig verkehrt, aber tendenziell sind diese Institutionen mit einem Erbgut, mit einer DNA ausgestattet, die ihnen als selbstverständlichstes Kriterium das Nicht-Digitale gibt. Manchmal merkt man das gar nicht und es ist okay, dass man es nicht merkt. Man muss aber begreifen, dass diese Institutionen, die sich, sagen wir mal, als tradiertes, traditionelles Prinzip von Museum aufgestellt haben oder als traditionelles Prinzip von Bibliothek, dass diese Institutionen es nicht schaffen, und jetzt könnte man eine lange systemtheoretische Abhandlung darüber sprechen, wenn man die Systemtheorie wirklich verstanden hätte. Aber ich glaube, dass diese Regeln, die daraus entstehen von den Institutionen, gefärbt bis vergiftet sind von ihren Anlagen des Nicht-Digitalen, weshalb in Klammern ich mich anbiedern möchte bei der Deutschen Digitalen Bibliothek, weil ich glaube, es ist richtig,
da einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir müssen das abstrahieren, auf eine andere Ebene mit anderen Regeln bringen? Und B, warum ich dann auch nicht gleich die ganz große Frage stellen möchte, ob wir hier die Demokratien sind, was ja auch legitim wäre, was dann zumindest so eine Repräsentation der Gesellschaft hätte. Auch das ist eigentlich ziemlich richtig, aber faktisch natürlich viel zu langsam. Wenn ich mir den Bildungsbereich angucke, wie der demokratisch geregelt ist, und wenn ich dann überlege, dass viel von dem, was wir heute mit Kultur meinen, eigentlich in den Bereich der Bildung mit hineingehörte. Wenn ich dann mir, wie gesagt, angucke, wie Kulturpolitik organisiert ist, zum Beispiel in Deutschland, dann sind die dringend erforderlichen, sofort umzusetzenden Maßnahmen mit der durchschnittlichen Dauer in der Kulturpolitik in Deutschland so 30 bis 40 Jahre später, als sie gebraucht hätten werden sollen, der Fall. Was ich also mache, ist ein Kunstgriff. Ich sehe nämlich in dem Wir eine Projektion. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns ständig darüber Gedanken machen müssen, wie wir dieses kulturelle Wir in einer digitalen Gesellschaft definieren. Und das muss dazu auch noch laufend an den Stand der Kulturtechnologie angepasst werden. Denn natürlich ist das jeweilige Wir in einem Kulturraum, der aus Technologie besteht, essentiell abhängig von Technologien. Die konkrete Projektion ist also nicht viel mehr, die konkrete Projektion des Wirs ist also nicht viel mehr als eine Regel, beziehungsweise als zwei Regeln, die ich mir gerade ausgedacht habe und die ich der ganzen Konferenz mit auf den Weg geben möchte. Ich habe zwei Denker genommen, einen aus England von vor ein paar Jahrhunderten und einen aus den Vereinigten Staaten, einen zeitgenössischen, und habe deren denkerische Essenz zusammengetan, um auf einer Folie so dicht wie möglich diese Projektion Wir, von der man spricht, auszudefinieren. Und zwar habe ich da zum einen Jeremy Bentham genommen, mit seinem utilitaristischen Ansatz das größte Wohl der größten Zahl von Leuten zu begreifen. Und zum zweiten habe ich Nassim Taleb genommen, der in seinem Werk Der schwarze Schwan, was zu den eitelsten Büchern des Planeten gehört, ohne jeden Zweifel, vom besten Ergebnis im Durchschnitt aller möglichen zukünftigen Welten spricht. Das hängt unmittelbar damit zusammen, dass natürlich die technische und technologische Entwicklung dramatisch beschleunigt ist und damit auch das Wir sich ständig und viel schneller als früher verändern kann. Insofern ist dieses Wir eine Projektion einer Gruppe von Menschen beziehungsweise der Gesellschaft, wo man im Auge haben muss, das größte Wohl der größten Zahl von Leuten als bestes Ergebnis im Durchschnitt aller zukünftigen möglichen Welten. Ja, das ist total komplex, aber ich fürchte, es führt nichts daran vorbei. Auf Basis dieser Wir-Projektion habe ich jetzt 8 Forderungen und 5 Leitbilder, die ich in den verbleibenden 16,4 Minuten versuche durchzuprügeln. Die Forderungen, diese 8 Forderungen, die möchte ich einfach nur ganz kurz skizzieren, während ich die 5 Leitbilder etwas ausführen werde. Die erste Forderung ist tatsächlich die Schaffung von digital-öffentlich-rechtlichen Körperschaften, die einer Idee verpflichtet sind und sonst niemandem. Ich glaube, das Instrumentarium an Körperschaften, was wir im Moment haben, ist nicht digital orientiert genug. Es trägt der direkten Vernetzung der Mitglieder untereinander nicht ausreichend Rechnung. Ein ganz simples Beispiel, Wikipedia ist eine ganz großartige Veranstaltung, aber ich glaube, wir brauchen auch in Deutschland, auch in Europa, gerade in Deutschland und Europa, eine rechtliche und ökonomische Basisstruktur, um neue Wikipedias in allen Bereichen zu provozieren. Ich glaube, dass Wikipedia eher ein Glücksfall, ein Glückstreffer ist. Und hier sind Leute, die besser die Wikipedia kennen als irgendjemand anders. Man müsste sie fragen, was sind denn die großen Schwierigkeiten, dadurch, dass es eine Wikimedia GmbH gibt, eine Community, die sie überhaupt nichts akzeptiert, was sie nicht selbst glaubt, geboren zu haben. Da gibt es dann noch eine Plattform, die muss mit Spenden bezahlt werden, weswegen von oben auf der Seite immer gelbe, nervige Dinger kommen, selbst wenn man schon 17 Mal gespendet hat. Sie merken, wie intelligent ich einflechte, dass ich schon 17 Mal für Wikipedia gespendet habe. Und hoffe, dass Sie das als Vorbild begreifen, wenn Sie schon meine Frisur nicht als Vorbild begreifen. Die zweite Forderung ist natürlich die digitale Allmende. Oft gefordert, immer noch richtig. Ich glaube, dass rechtefreie Kulturgüter
voll digitalisiert werden müssen. Und wir werden im Verlauf dieser kurzen Keynote auch noch sehen, dass das weit über das hinausgeht, von dem man heute glaubt, dass es voll digital sei. Und ich mache noch eine Forderung obendrauf. Das ist ja das Gute, dass ich als Privatperson hier stehe und mein eigenes Wir mit in der Tasche gebracht habe. Ich möchte dazu auch noch die Infrastruktur bereitgestellt bekommen. Ja, ich fordere tatsächlich, dass die Infrastruktur, die technische Infrastruktur, um diese ganzen wunderbaren Dinge zugänglich zu machen, ebenfalls dazu gehört und nicht nur dieser prozessuale Vorgang dieser Digitalisierung. Das muss allerdings einhergehen damit, dass Standards standardisiert werden. Das hört sich jetzt ein bisschen an wie ein komischer Pleonasmus, das ist es aber überhaupt nicht. Wir haben in diesem Bereich Technologie und Kultur ganz, ganz viele Schnittstellen, von denen heute noch gar keiner ahnt, wie wichtig die einmal sein können. Und da geht es nicht nur um Datenformate, sondern da geht es zum Beispiel auch darum, wie diese eben angesprochene Digitalisierung überhaupt vonstatten geht. Scannt man da einfach irgendwie Texte und stellt irgendwie viel später fest, ach Wahnsinn, ist es ja doch ein Unterschied, ob das mal ein Pergament war, eine Marmortafel oder ein Buch mit irgendwie einem seltsamen Material, von dem man heute noch gar nicht weiß, woraus dieses Voynich-Manuskript dann so gebastelt worden ist. Und ich glaube, dass das man am besten tun kann, indem man nicht nur Schnittstellenpflicht und Formatpflicht herstellt, sondern auch eine Dokumentationspflicht, und zwar bis in die privaten Unternehmungen hinein, überall dort, wo es wirtschaftlich zumutbar ist. Das ist natürlich ein Ermessensspielraum, eine Abwägungssache, aber alles ist eine Abwägungssache und ein Ermessensspielraum. Bisher war nicht so wahnsinnig viel Neues mit dabei. Jetzt möchte ich mal was Neues fordern. Ich fordere die Vertaggung der Welt. Ich fordere davon, dass die Welt der Kultur endlich lernt von dem, was Bibliotheken schon seit 100.000 Jahren wissen. Grobe Schätzung von mir, kann falsch sein, basiert nicht auf historischen Tatsachen. Ich glaube, dass man Taxonomien bereitstellen muss und die Auffindbarkeit der Kultur versuchen muss, wenigstens ansatzweise zu vereinheitlichen. Ich weiß, Vereinheitlichung hört sich immer so nach dem halben Weg zum Kulturfaschismus an, aber das glaube ich nicht. Es ist eigentlich eher eine Art digitale Grammatik, die dahinter steht, für Kulturgüter. Wir haben auch heute Regeln in der Sprache, dem wichtigsten Kulturgut, was wir überhaupt kennen, meiner Meinung nach. Und es ist überhaupt nicht die Empfindung, dass diese Regeln das Kulturleben so dramatisch einschränken. Im Gegenteil. Analog dazu glaube ich, dass Taxonomien genauso aufbereitet werden können. Der nächste Punkt ist mir ebenso wichtig, und das ist vielleicht jetzt nicht ganz einfach für manche hier im Publikum, insbesondere nicht bei einer Konferenz, die von Google mit unterstützt wird, aber ich glaube, dass wir im Bereich der Digitalisierung der Kultur Korporatismus bekämpfen müssen. Aus einem aktuellen Beitrag von Evgeny Morozov aus der FAZ, warum man das Silicon Valley hassen darf, Einschub, ich gehe nicht konform mit allen Dingen, die Herr Morozov sagt, aber ich gehe ja nicht mal konform mit allen Dingen, die ich selber sage. Da ist ein Satz drin, über den man nachdenken muss. Wenn wir zulassen, dass Google alle Informationen der Welt organisiert, ist das nicht genauso sinnvoll, wie wenn wir zuließen, dass Halliburton das gesamte Erdöl der Welt organisiert. Ich habe lange versucht, einfach als Taschenspielertrick irgendwie eine Argumentation dagegen zu finden. Es ist nicht so leicht, wie man glaubt. Insofern kann man tatsächlich auch das, was Google so an guten Dingen tut, schon deshalb in Frage stellen, weil Google eben ein Unternehmen ist. Und Unternehmen funktionieren anders. Auch da habe ich eine gewisse Ernüchterung erfahren. Natürlich gibt es, wenn man ganz konkret von Google spricht, eine ganze Menge Instrumente, die Gold wert sind. Und die hat Google besser verstanden als sonst jemand. Aber nur weil jemand ein gutes Instrument anbietet, heißt das noch lange nicht, dass er auch Gutes tut. Das ist ein wichtiger Unterschied, ein ethisch-moralischer Unterschied, den ich betonen müsste und möchte. Gerade aus meiner Position der, sagen wir mal, eher fortschrittbegeisterten Ecke heraus. Im gleichen Atemzug, wenn man den Korporatismus bekämpft, übrigens an allen Ecken und Enden, nicht nur im Digitalen, muss man trotzdem auch noch differenzieren und Kultur auch als Markt begreifen. Wenn ich heute zwischen Digitalisierung und Kultur nachschaue, dann verstehen immer ganz genau die falschen Leute, dass Kultur auch ein Markt ist, und die richtigen verstehen es halt nicht. Das macht mich wütend. Einer der Gründe, warum Einschub, Werbeeinblendung,
ich das Unternehmen Soulbooks gegründet habe, ist genau das, weil ich glaube, dass an einer vernünftigen Marktstrategie aus Kultur- und Urhebersicht nichts vorbeiführt. Aber wenn ich so den klassischen Urheber sehe, dann möchte der sich mit diesem Scheiß gar nicht beschäftigen. Und interessanterweise, je erfolgreicher er ist, desto weniger möchte er sich damit beschäftigen oder sie. Was ich doppelt verwunderlich finde. Denn natürlich wird dieser Markt, der schon besteht, der teilweise absurde Regeln hat, durch die Digitalisierung radikal verändert, beziehungsweise wurde durch die Digitalisierung radikal verändert, dadurch, dass jetzt auch noch die Vernetzung dazu kommt. Man darf aber nicht Kultur und Markt vermengen, ohne nicht gleichzeitig zu sagen, dass wir Urheberrechtsradikalismus bekämpfen müssen. Es ist eine mittlere Katastrophe, dass jemand wie Helene Hegemann, wenn ich das einfach nach Fakten und Daten, die heute vorliegen, weiter verlängere, dass Helene Hegemann, die 92 geboren wurde, hat eine Lebenserwartung, eine durchschnittliche, als junge Frau in Mitteleuropa geboren, 1992, von über 90 Jahren. Und wenn ich dann extrapoliere, wie sich bisher die Urheberrechtsabstände nach dem Tod von Urhebern verlängert haben, dann haben wir zu ihrem Tod eine Schutzfrist von 120 Jahren, was wiederum bedeuten würde, dass ihre Werke im Jahr 2207 gemeinfrei wären, wenn sich dann noch jemand an sie erinnert, was ja nicht unbedingt gesagt ist. Um das mal in ein Verhältnis zu setzen, Richard Wagner, ich weiß, einen glühenden Antisemiten in diesem Haus zu erwähnen, ist auch ein bisschen steil, aber der passt da so gut von den Geburtsdaten. Richard Wagner wurde 1803 geboren, wenn man dieses Prinzip auf ihn anwenden würde, dann wäre Wagners Musik im Jahr 2003 gemeinfrei geworden. Nur um das mal in ein Verhältnis zu setzen. Und als achte Forderung, bevor ich zu meinen Leitbildern komme, als achte Forderung habe ich eine Forderung, die eigentlich in jede digitale Forderungsgeschichte hineingehört, in jeden Katalog, und das ist natürlich Flash verbieten oder wenigstens mit dem Kriegswaffenkontrollgesetz in die Schranken weisen. Unten habe ich noch klein dazu geschrieben und DRM gleich mit. Ich bitte das nicht nur als Scherz zu verstehen, denn Flash steht hier auch für das Gegenteil von dem, was diese Konferenz eigentlich will. Wenn wir von Zugang sprechen, dann ist Flash ein Format, und zwar glühendes Symbol für ein Format, das kaum Zugänglichkeit hat und was dazu noch diese Nichtzugänglichkeit eingebaut in die Technologie proprietär absichert. Das bedeutet, es ist nicht nur ein Bunker, sondern er ist auch noch aus Vollbeton und in der Mitte ist nichts. Schlechte Metapher, aber es gibt praktisch nur schlechte Metaphern und weniger schlechte Metaphern. Ich komme nun zu meinen 5 Leitmotiven, meinen Leitbildern, von denen ich hoffe, dass sie in diese Köpfe hineingehen. Der Unterschied zwischen Forderungen ist, dass sie sehr konkret sind, in eine Richtung gehen, und Leitmotive sind das, was man so als Sterne am Horizont vielleicht nie erreichen kann, wo man mal da trotzdem drauf hinarbeiten muss. Und die erste Forderung hat genau mit dem zu tun, was ich am Anfang eigentlich durch Herrn Klimpel ausgeschlossen bekommen habe, nämlich diese Überwachungssituation. Ich glaube, man kann nichts auf einer Bühne zur digitalen Welt sagen, zur digitalen Sphäre, ohne diese Katastrophe, diese andauernde, fortwährende Katastrophe nicht mit zu erwähnen. Aus diesem Grund ist das Leitmotiv, der Leitstern, der erste, den ich da habe, die Datensouveränität. Ich glaube, dass Datensouveränität ist ein neuer Begriff. Ich glaube, ich habe ihn mir ausgedacht. Ich habe noch nicht gegoogelt, ob den vielleicht schon mal jemand anders irgendwo verwendet hat. Dass Datensouveränität das ist, was eigentlich mit Datenschutz gemeint ist. Nämlich die Hoheit des Nutzers über die Daten, die ihn definieren. Ich weiß, dass es eine starke Fraktion gibt von Leuten aller Art und aller Sorte, manche wirtschaftlich, manche gesellschaftlich, die sagen, Daten können doch niemandem gehören. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, dass es natürlich andere Kontrollfunktionen als so den ganz klassischen Besitz und Eigentum im Bereich der Daten gibt. Aber ich glaube, dass es solche Kontrollfunktionen geben sollte. Und eines der Leitmotive ist da die Datensouveränität. Ich möchte, dass Unternehmen, ich möchte aber auch, dass Institutionen und ich möchte erst recht, dass der Staat mir zugestehen, dass ich bei jedem einzelnen digitalen Datum,
was mit mir in meinem Kontext steht, was mich definiert, in Klammern, die Grenzen rauszufinden, wird sehr, sehr schwer, vollkommen klar. Aber ich möchte darüber bestimmen, was damit passiert, soweit es sinnvoll und möglich ist. Sie merken schon, das ist eine wahnsinnig aufreibende Diskussion. Deswegen glaube ich, das ist nicht der Punkt, den man erreichen kann, wie ich schon gesagt habe, sondern der Leitstern, auf den man hinarbeiten sollte. Und das sieht man insbesondere dann, wenn man sieht, welche Daten denn so alle ins Digitale wandern. Nicht nur in der Kultur, sondern auch in der Gesellschaft, daran angrenzend. Das, sagen wir mal, strangeste, vielleicht für manche beängstigendste Beispiel dafür habe ich mir mal rausgesucht, eine Plattform namens Cupid Me, wo man tatsächlich seine Geschlechtskrankheiten hochlädt. Ist jemand hier Mitglied? Auch das ist nur ein Beispiel und es zeigt, dass es eigentlich bei der Digitalisierung der Zusammenhänge, bei der Digitalisierung der Gesellschaft, bei der Digitalisierung und Vernetzung der Daten einer Person praktisch keine Grenzen gibt. Natürlich ist das ein sinnvolles Modell. Wenn man jemanden trifft und den total super findet, aber so ein bisschen vielleicht auch Angst hat vor aktuellen Geschlechtskrankheiten, dann kann man da in dieser Plattform ganz schnell und einfach nachweisen, hey, hier, ich habe meinen Attest hochgeladen. Anfügung, in den Vereinigten Staaten scheint irgendwie die ärztliche Schweigepflicht so eine Idee laxer gehandhabt zu werden. Denn die verifizieren dann dieses Attest und dann kann man jederzeit auf dieser Plattform nachweisen, dass man tatsächlich eine Geschlechtskrankheit hat oder eben nicht hat. Das geht noch weiter, die Datensouveränität. Ich habe aus dem Journal of Applied Social Psychology, das ich wie Sie einigermaßen regelmäßig lese, aus dem Jahr 2012 eine Studie herausgesucht, die von Herrn Klümper gemacht worden ist, an der Universität von Illinois. Herr Klümper hat etwas sehr Wegweisendes getan in meinen Augen. Er gibt selber zu, da muss noch eine ganze Menge Forschung stattfinden, aber er hat 250 Leute genommen, die durch Assessment Center gegangen waren, die dort auf die Tauglichkeit für einen speziellen Beruf getestet wurden. Am Ende ergibt sich so ein bestimmter Wert und dann sagt man, ach, der ist über 8 Punkte, der kommt jetzt in diesen Job und der andere eben nicht. Er hat also diese 250 Leute genommen, hat deren Facebook-Profile genommen und hat die 5 geschulten Psychologen vorgelegt. Dann hat er die Psychologen bewerten lassen, was sie glauben, wie gut diese Leute für ihren Job geeignet sein würden. Nach 6 Monaten ist er zu deren Vorgesetzten gegangen und hat gefragt, wie gut waren sie denn nun wirklich? Und Sie ahnen längst, wie das Ergebnis war. Die Psychologen mit der Bewertung des Facebook-Profils scheinbar nichts mit Arbeit zu tun, waren signifikant näher an der Wahrheit dran als diese Assessment Center. Übrigens einer Industrie, die seit über 40 Jahren mit einem Milliardenvolumen genau das versucht rauszufinden. Das sagt uns nichts anderes, als dass die Daten, wo wir denken, ach, das ist eigentlich nur ein Foto vom Mittagessen und ich war halt mal auf Norderney und war ein bisschen surfen, dass diese Daten unendlich viel mehr über die Personen aussagen, als wir das im Moment glauben. Und eigentlich ist das nur die wissenschaftliche Bestätigung davon, dass wenn man von Kulturräumen spricht, die zu sozialen Räumen werden durch das Internet, zu prozessualen sozialen Räumen im Digitalen, dass diese Daten viel, viel tiefer sind und man es ja schon immer geahnt hat. Die meisten von uns gehen auf Facebook, schauen sich ein Profil an und wissen nach 40 Sekunden, ob sie jemals mit dieser Person auch nur ein Bier trinken gehen wollen. Das ist die wissenschaftliche Stützung von dieser These und das zeigt, wie wichtig die Datensouveränität tatsächlich ist, weil viel mehr drinsteht und zwar besonders, was den Kulturkonsum angeht. Der zweite Leitstern, zweite Leitbild ist auf die Verschmelzung bezogen. Ich glaube, dass diese aggressive Unterscheidung von Offline und Online, die muss man eher als historische Übergangsphase begreifen. Jetzt möchten manche Leute einwenden, alles ist eine historische Übergangsphase. Und da habe ich gesagt, okay, dann brauchen wir jetzt halt eine neue historische Übergangsphase. Es gibt an ganz vielen Ecken und Enden Hinweise darauf, dass das schon passiert. Ein Beispiel aus einem Kulturbereich, der selten zur Sprache kommt, wenn es um Zugang geht, der aber essentiell mit Zugang im wörtlichen Sinn verbunden ist, auch ausgewählt wegen der Räumlichkeiten, die wir hier sind, nämlich der Bereich Architektur. Da tut sich sehr viel. Und das ist auch wieder ein Hinweis, was ich mit Volldigitalisierung meine. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier im Raum schon von BIM gehört haben. Building Information Modeling.
Building Information Modeling besagt nichts anderes, als dass, wenn man ein Haus baut, ein Gebäude aufsetzt, dass sämtliche Daten dieses Gebäudes, vom letzten Heizungsrohr über das Parkett bis hin zu dem Beton, den man irgendwo reingießt, und dem Glas, voll digital aufbereitet und vorliegen müssen. Hier ist jemand, der damit eine Hausabnahme macht. Er geht einfach mit einem iPad oder einem Tablet durch das Gebäude und kann durch die Wände durchsehen, weil er ein 3D-Modell hat, durch das er mit der Positionsbestimmung gleichzeitig durchgeht. Und jetzt kann man sagen, ist totaler Future-Kack. Und jetzt kann man aber auch sagen, nein. Und man hätte die Argumente auf seiner Seite. In Großbritannien ist es bereits so, dass kein Gebäude mehr gebaut werden darf, was von der öffentlichen Hand mitgebaut wird, wo nicht dieses BIM eine Pflichtveranstaltung ist. Und ich frage für die Kultur, ist es nicht auch essentiell, dann die Welt, die uns umgibt, nicht nur zu vertaggen, wie ich vorher schon gesagt habe, sondern nach ähnlichen Modellen mit zu digitalisieren. Und es ist dann nicht umso essentieller, diese Leitmotive zum Beispiel der Datensouveränität mitzubegreifen. Das Leitmotiv danach, das dritte, ist die Vernetzbarkeit. Ich glaube, dass sämtliche Vorhaben, alles, was man tut, in Richtung im Kulturbereich, wo man merkt, in Richtung auf Vernetzbarkeit hingebürstet werden. Und ich glaube, dass genau dafür eine zusätzliche Förderung bestehen sollte. Was meine ich konkret? Ich meine konkret, dass wann immer man Daten erhebt, dass immer man Daten verarbeitet, wann immer man Daten archiviert, ordnet, sortiert, dass man das Netz mitdenken muss, weil sich daraus völlig neue Mechanismen ergeben. Das grenzt direkt an den nächsten Punkt, an das nächste Leitmotiv. Das nächste Leitmotiv ist eine Unterstellung, die aus der Vernetzbarkeit heraus resultiert, nämlich der kollateralen Nutzen. Ich glaube, dass man sich nicht zu lange aufhalten darf mit der Frage, wenn man in diesen Kulturräumen unterwegs ist und über die Vernetzung nachdenkt, aber wofür ist das denn jetzt konkret gut? Time will tell, könnte man da mit einer englischen Albernheit darauf antworten. Aber vielmehr geht das genau von dieser Wir-Projektion aus, von der ich vorher sprach. Wir können heute noch gar nicht sagen, ob und wie tief der Nutzen in Zukunft sein könnte oder nicht sein könnte. Ich glaube, wir müssen das versuchen, trotzdem mit zu berücksichtigen, indem wir immer einen kollateralen Nutzen unterstellen. Und um zu zeigen, was der kollateralen Nutzen dieser Vernetzung ist, möchte ich ein Beispiel aus von 1970 skizzieren, was ich häufig und gerne benutze. Ein Beispiel ebenfalls aus der Architektur bzw. der angrenzenden Landschaftsgestaltung. Es ist das Beispiel der Universität von Oregon von einem Wiener Architekten namens Christopher Alexander, der uns die Mustersprache hinterlassen hat, der mit einem simplen Experiment nicht nur gezeigt hat, was ein Kollateralnutzen der Vernetzung, der sozialen Vernetzung sein kann, sondern uns en passant auch erklärt hat, was die Weisheit der vielen wirklich ist. Er ist nämlich von der Universität 1970 beauftragt worden, mal den Campus neu zu gestalten, und zwar mit den Studenten. Und er hat dann in vielen Experimenten genau diese Mustersprache entwickelt, die uns heute sagt, wo dieser Kollateralnutzen herkommen kann und was das genau ist. Er hat nämlich erstmal zwischen den Gebäuden alles planiert bei der universitären Umgestaltung. Dann hat er überall Rasen gepflanzt, ein Semester gewartet, und dort, wo der Rasen heruntergetrampelt war, hat er Wege geteert, zusammen mit den Studenten. Das Ergebnis war das effizientest mögliche Wegenetz, was man sich vorstellen kann. Und ich glaube, das ist ein schönes und ein perfektes Beispiel dafür, wie die Vernetzung A nicht nur ganz viele nicht digitale Vorläufer hat, sondern B anhand einer Technologie neu gedacht werden muss. Damals war die Technologie Rasen und heute ist es die digitale soziale Vernetzung. Das bedeutet, bei der konkreten Ausgestaltung von Infrastrukturen kann das Anzapfen einer solchen Weisheit der vielen, ein Beispiel von den vielen Weisheit der vielen, die es gibt, kann einen sehr großen Nutzen mit sich bringen. Da war wieder das Stichwort Nutzen von Bentham am Anfang. Und schließen möchte ich mit einem der wichtigsten Punkte, den ich
auch überall hintragen möchte, einem derjenigen Leitmotive, eines derjenigen Motive, die noch immer viel zu wenig und wenn, dann nicht professionell genug beachtet werden muss. Denn wann immer man von Zugang spricht, gibt es ein Zauberwort, ohne dass die ganzen schönen Konzepte total für den Senkel sind. Ohne dass die ganzen vielen Ideen und die Digitalisierungsvorhaben völlig irrelevant werden. Es ist ein Wort aus meiner digital vernetzten Welt, was in der nicht digital vernetzten Welt wenig Eingang gefunden hat bisher. Es ist ein Wort, das alle positiven Faktoren des Zugangs technologisch übersetzt, das klare Regeln hat, die sich weiterentwickeln. Es ist ein Wort, in dem ich einen eigenen Wert sehe, was den Zugang angeht. Es ist vor allem ein Wort, was sträflich wenig berücksichtigt wird. Es ist gleichzeitig mein letztes Wort in dieser Präsentation. Es ist nämlich Usability. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.